So, es geht direkt actiongeladen los hier auf dem Weg nach Rees. Ich bin hier gerade noch in Haminkeln-Merhoek. Jetzt muss ich erstmal noch sprinten. Ihr seht, der Bus, der kommt hier nur im Stundentakt, wenn er überhaupt kommt. So 3 bis 4 Kilometer bis zu diesem Ort Meer. Und da fährt dann der Bus nach Rees, weil bis nach Rees, genau ins Zentrum, komme ich nicht mit der Bahn. Deswegen muss ich hier von diesem Bahnhof, wo der A19 fährt, von Düsseldorf Richtung Arnheim, jetzt laufen 4 Kilometer in ungefähr 15 Minuten, damit ich dann pünktlich da bin und dann den Bus hoffentlich kriege. Und wir sehen uns dann, so Gott will, gleich in Rees. Let's go. Ich habe es geschafft. Ich bin jetzt hier in Rees. So, dann kann ich ja jetzt anfangen, ein bisschen Informationen hier auszutauschen mit euch. Also, was ist Rees? Hier erstmal, das hier ist der ZOB sozusagen von dieser Stadt im Niederrhein. Ich befinde mich rechtsrheinisch, das ist der rechtsrheinische Teil vom Kreis Kleve. Zum Kreis Kleve ist ja, also Kleve ist ja eine Stadt oder ein Kreis, der eigentlich primär linksrheinisch ist. Da sind die ganzen Gemeinden und Städte, Kleve, Klaranenburg, Bettburgau etc. Aber es gibt 2 Städte, die rechtsrheinisch sind, Rees, und die andere wäre Emmerich am Rhein, die ist noch etwas nördlicher. Und ja, jetzt ist hier direkt so ein Stadtpark und ein guter Herr, der mich hier schon mal anstimmt. Das hier ist die Einkaufsmeile von Rees. Ein schöner Brunnen, das gibt mir direkt den Niederrhein-Flair. Ja, das ist hier der rechtsrheinische Teil vom Niederrhein und ja, das sind halt diese Gebiete, die relativ reliefarm sind. Also wir haben hier kaum Höhen, sondern haben es sehr, sehr eben, diese ganze Fläche. Rees liegt am Rhein und Rees ist auch, hat sehr viele Naturschutzgebiete so im Süden der Stadt, aber hier auch generell überall verteilt, weil hier sind sehr viele Altrheinarme, also Altarme, und dann diese ganzen, und dann entwickelten sich halt hier solche Seenlandschaften und die nennt man dann halt auch Meer. So, ich war ja auch eben in Merhoek und ja, das ist auch hier schon alles relativ niederländisch geprägt. Es grenzt direkt an die Niederlande und ansonsten halt an den Kreis Wesel. Aber es ist im Kreis Kleve, rechtsrheinisch, und ist halt dann sozusagen der Nord, einer von den nordwestlichsten Teilen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Diese Stadt Rees am Niederrhein, die leider hier direkt keinen direkten Bahnanschluss hat. Zumindest das Center hat keinen direkten Bahnanschluss. Und das hier ist die Einkaufsmeile. Hier steht es nochmal für die anderen, die es sich nicht merken können. Rees mit Doppel-E. Ein schöner Brunnen. Und dieser klassische Niederrhein-Vibe. Hier so eine Kirche. Und dann ein großer Platz. Ein großer Platz mit ja viel diesen Ziegelstein, Backsteinen. Das ist das Rathaus. Das ist ziemlich imposant für diese Stadt. Wie viele Einwohner hat diese Stadt? Wir reden hier von Pi mal Daumen so 20.000, 21.000 Einwohnern. Und jetzt rechts. Was haben wir da? Das werde ich gleich zeigen. Hier erstmal so ein Knabe, der mich schön anlächelt. Ja, was, ja. Und wo guckt der Bruder jetzt hin? Der guckt schon an den Rhein, zum Rhein hin. Aber da werde ich gleich noch hingehen und gucken, wie es sich da entwickeln wird, die Stadt. Jetzt erstmal da, das ist nämlich die Kirche, den Kirchplatz ein bisschen betrachten und schauen, was hier so für sakrale Architektur vorhanden ist in dieser City. Auf jeden Fall überrascht urban, nicht so sehr dörflich geprägt und also schon ähnlich, aber nicht so, sondern auch noch urban. Gefällt mir. Tolle Kirche. Zweitürmig. Sehr, sehr schön, ne? Hier so ein Dreiecksgiebel. Dreiecksgiebel bei der Kirche. Wird dann wahrscheinlich sowas für, wird so sprechen für Renaissance bis Klassizismus ungefähr. Meines Erachtens nach. Auf jeden Fall, der Kirchplatz hier ist auch relativ urban. Hier gibt es Geschäfte. Ich hätte das nicht erwartet, dass hier so viel los ist, so viel Leben in dieser Stadt. Das soll nicht irgendwie, ja, abwertend klingen, sondern ich bin sehr positiv überrascht. Hätte ich nicht erwartet. Weil ich war in allen Städten vom Kreis Kleve und da war es immer etwas anders sonst gewesen. Teilweise natürlich, nicht immer. Aber coole Kirche. So, was für ein schöner Blick an diesen Rhein. An den Rhein. Und hier sitzt noch ein Kollege,
Sehr viele Statuen im öffentlichen Raum. Sehr viele Figuren. Der guckt nach unten. Jetzt geht's nach unten, hier an die Kasematten. Boah, geil. Eine richtig geile Promenade. Viele Bänke. Und da rein, da mit diesen, wie sagt man nochmal, Boden. Auf jeden Fall halt diesen Landzungen. Da will ich mal gleich auf eine gehen, hoffentlich. Sehr cool. Hier halt diese Festungsmauer erinnert mich ein bisschen so an Zons, aber auch ein bisschen so an Neuss, Grimlingshausen oder Rheinberg-Orsäu, falls ihr die Videos gesehen habt. Ich gehe davon aus, dass ihr die gesehen habt. Und ja, grandios. Sehr, sehr schöne Promenade. Das ist auch an Emmerich erinnert mich das auch. Emmerich hat auch eine sehr schöne Promenade. Das sollte man berücksichtigen. Das ist ja der nördliche Bruder vom Kreis, aus dem Kreis Kleve von Rees. Ansonsten gesagt, zur Infrastruktur der RE19, das ist dieser Rhein-Eisel-Express. Der fährt von Arnheim zentral direkt bis nach Düsseldorf. Beziehungsweise der RE19A, der jetzt auch RE19 heißt, der fährt ja dann von Wesel bis Bocholt. Das halt nur so nochmal kurz zur Erwähnung. Und wer hat das denn hier überhaupt gebaut, diese ganze Festung? Naja, das waren die Niederländer. Tatsächlich im 16. Jahrhundert, 16. und 17. Jahrhundert, während des 80-jährigen Kriegs. Das war ja der Krieg zwischen den Niederlanden und Spanien. Und das hier war alles ein sehr niederländisch geprägtes Gebiet. Und hat immer noch diesen niederländischen Charme. Und da ein Turm, ein Wachturm wahrscheinlich, hier von der ehemaligen Festung, von der Mauer. Sehr, 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 sehr spannend und sehr nice. Wieder eine Statue im öffentlichen Raum, wie ihr gesehen habt. Und hier unten können die Leute Boccia spielen, Buhl. Geil, Spielplatz, eine riesige Fläche, eine riesige grüne Fläche. Da hätte ich auch richtig Lust, Fußball und so zu spielen, Volleyball. Und hier, das ist halt sozusagen dieses Rondell. Ein Rondell, ich habe das schon mal im Bielefeld-Video erzählt. Das ist halt so eine kleine Ausformung der Festung, die dann halt halt aus der Stadt hinausragt, sodass man die Leute erschießen kann, die an der Festung stehen. Und da die Kanonen stehen, gezielt Richtung Süden, blickend auf den Rhein. Boah, sehr schöne Festung. Oder, ja, sehr schöne Befestigungsanlage. Ich bin tatsächlich auf einer Landzunge hier am Rhein, es ist sehr windig. Und da sieht man nochmal das ganze Panorama dieser Stadt. Da haben wir diesen Wachturm, da hinten diese Kirche mit den gelben, zwei gelben Türmen und hier der Rhein. Die letzten Kilometer hier auf deutschem Boden durchfließt. Man muss sich vorstellen, er fließt schon über tausende Kilometer. Über tausend Kilometer von dem Bodensee die ganze Zeit durch Deutschland. Teilt sich zwar in Baden-Württemberg mit Frankreich die Grenze, aber jetzt nur noch da hinten ein kleines Stück und dann kommt die Niederlande und dann ist er weg aus Deutschland. Dieser riesige Strom, der bedeutendste Schifffahrtsweg in Deutschland. Und hier bin ich wieder an der Mauer, kann man sagen, ja, an der Befestigungsanlage. Und ich gehe jetzt hier die Treppen hoch. Boah, wirklich sehr, sehr schöne Stadt. Und oben habe ich nämlich was Spannendes gesehen. Da ist, wie ich gesehen habe, ein jüdischer Friedhof hier hinter diesem Zaun. Und mal gucken, ob er aufhat, das Tor. Wäre auf jeden Fall spannend, auch mal zu sehen hier auf dieser Befestigung. Hat leider zu, aber hier seht ihr ihn kurz. So, die letzten Meter werde ich jetzt hier nochmal durch Rees spazieren. Ach, man kann sagen, was man will, aber diese Stadt ist schon ziemlich cool. Was haben wir hier? Da hinten seht ihr die Rheinbrücke, ne? Eine Brücke über den Rhein. Eine weiter wäre ja wahrscheinlich diese dann in Emmerich, das ist ja eine der längsten Rheinbrücken sogar. Und hier wieder zwei Buben. Was machen die? Was ist ihre Intention? Das sind die Räse-Sackenträger. Das sind irgendwie diese Leute, die Getreidesäcke oder so von den Booten hin und her getragen haben. Irgendwie sowas. Und hier haben wir irgendein Holzstück von einem Boot vielleicht. Oder einem Floß, ich weiß es nicht genau. Aber wirklich sehr schön, sehr gut erhalten. Wie gesagt, die Niederländer haben das erbaut im 80-jährigen Krieg. Hier der Rheinpegel nochmal dargestellt an diesem Maßband, an diesem Pegel. Und die Promenade, die ist wirklich zum Verweilen einladend. Bänke und hier eine Pegeluhr. Sieht nach einer Pegeluhr aus, ist es auch. Die zeigt halt den Pegel an des Rheins. Wirklich sehr, sehr schöne Stadt. Rees am Niederrhein im Kreis Kleve. Hasta la vista. Auf Wiedersehen.